Hallo und herzlich willkommen zu New Car World on Tour, die Trocken-Events. Trocken-Events deswegen, weil wir uns heute einfach mal alle vier Events anschauen und ich mal kurz erkläre, worum es geht, was man machen muss, aber ohne Monster, dass wir uns das ganz in Ruhe anschauen. Als erstes haben wir das Rad. Bei diesem Event geht es einfach darum, hier den Knopf zu drücken und dann können zufällige Ereignisse geschehen. Und was ich am Anfang nämlich überhaupt nicht verstanden habe, so Monsterklatschen ist ja klar, das brauche ich ja nicht erklären. Hier können zum Beispiel Angler, Todeskrallen, Behemoths und so weiter auftauchen. Es gibt hier zum Beispiel die Corki-Suche. Das sieht genauso aus wie dieses Ding, nur hat der einen Schnurrbart, eine angemalte Brille und ganz dicke Augenbrauen. Den muss man einfach nur finden und anklicken. Dann gibt es noch den Goldenen. Das ist auch wie er, nur komplett in Gold. Oh, dann gibt es noch Brahmins umstoßen, dann kommen halt hier Brahmins, die muss man auch einfach nur anklicken. Und Hühnerjagd, da laufen dann hier so ein paar Hühner rum, also im Zelt, außerhalb vom Zelt, die muss man dann halt auch ganz schnell erwischen. Und dann war da noch irgendeine Sache, die ich nicht verstanden habe, was war das denn noch? Ach so, mit dem Explodieren, wo man sich dann bewegen muss. Das Geile ist, wenn man genug TP hat, dann kann man eigentlich stehen bleiben. Dann werden einem zwar TP ist abgezogen, weil die Explosion genau unter einem stattfindet. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Also man stirbt nicht sofort. Man sollte halt nur aufpassen, wie voll der TP-Balken ist. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Jetzt bin ich am Überlegen, welche Waffe kriegt man hier noch? Ja, mal schauen. Nee, Moment, mal schauen. Was haben wir denn so im Inventar? Ich habe die extra alle mitgenommen. Muss ich einmal schauen. Ich habe leider nicht alle, weil ich die alle weggeschmissen habe, weil man die ja so oft bekommen hat, bis mir dann eingefallen ist, Moment, irgendwann ist das Event auch mal vorbei. War das überhaupt hier irgendwie, dass man hier eine Waffe bekommt? Ich weiß es gerade nicht, ey. War das die hier? Ich glaube, die hier war das. Ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. So, also dann wollen wir mal zum nächsten Event. Ja, mehr war das nicht. Und die Aufgaben, die sind dann ja hier auch alle relativ einfach, gerade wenn man das mit mehreren Leuten macht. Okay, dann schauen wir uns das nächste Event an. Das nächste Event wäre Wild West Showdown. Hier muss man... Hier kommt man ins Schwärmen. Ja, kommt man ins Schwärmen. Ich auch. Hier muss man zuerst mit Gunther sprechen. Ja, mir gefällt die Kirmes. Und dann geht es hier darum, die Kutsche mit Nukaroos zu füllen. Man hat eine bestimmte Zeitvorgabe. Das wird auch natürlich angezeigt. Und diese Teile, die werden dann grün. Das heißt, man muss die Leute beklauen und die Tresore knacken. In den Tresoren sind dann ein paar mehr Nukaroos drin. Dann schauen wir mal. Hier kann man zum Beispiel vor dem Event noch die Tür aufmachen. Entsperren erfordert Skill 2. Da ist dann auch ein Tresor und ein Männchen drin, das man beklauen kann. Hier hinten ist auch noch einer und wo ich mich am Anfang immer hinstelle, weil ganz viele das, keine Ahnung, wahrscheinlich zu hoch finden, das dauert immer zu lange hinzulaufen, ist hier noch der Tresor. I can see my house from here. Schön, ne? Ja, so. Weiter geht's. Hier hinten ist auch noch eine Dame, die man beklauen kann. Kann man dann quasi einmal hier so rumlaufen, so einmal im Kreis gehen. Dann geht man hier oben hin, knackt den Tresor hier vorne. Das hier beklauen. Dann hier drüben auch. Hier ist auch wieder ein Tresor. Und es gibt auch so versteckte Tresore. Hier zum Beispiel. Hier, da ist auch noch einer. Und wo war der andere denn noch? Hier drinnen zum Beispiel. Hier ist auch noch einer und irgendwo steht auch ein Sarg. Und in dem Sarg ist auch noch einer drin. Jetzt weiß ich nur leider gerade nicht, wo der ist. Ah, hätte ich mir das mal vorher nochmal angeguckt. Naja, jedenfalls, ihr wisst schon. Ne? Also hier die Tresore aufknacken, die Leute bestehlen und dann, ganz wichtig, muss man seine eigenen Nukaroos hier auch zu der Kutsche bringen. Die werden nämlich nicht wie bei anderen Events dann automatisch mit eingelagert, sondern man muss seine eigenen hier dann reinbringen. 600 sind das insgesamt, wenn die Kutsche dann voll ist, dann muss man die Fluchtkutsche beschützen. Hier gibt es dann nämlich so Deputies, also hier sind dann Roboter, die kommen unter anderem aus diesen kleinen Toilettenhäuschen raus. Die muss man dann weghauen. Und was es noch gibt, einen, ich nenne ihn mal den goldenen Schnatz. Das ist, ich habe gerade noch geguckt, wie heißen die denn nochmal? Befreier, glaube ich. Das ist ein goldener Befreier. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir nicht geht, aber den kann man mit dem Wetz nicht
anzielen. Also nicht auf ihn zielen, den muss man dann so freihändig kaputt hauen, der gibt dann extra Punkte. Und Corki und Flaschi, die habe ich persönlich noch nie gesehen, obwohl das Event ja schon ein paar Wochen jetzt geht. Das ist einmal ein ganz kleiner Flaschi und ein ganz kleiner Corki, die irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das hier ein Spawnpunkt ist, aber der ist zum Beispiel dann hier bei der Hecke, den muss man dann einfach nur einsammeln oder hier hinter dem Kaktus. Ich habe keine Ahnung, wo die auftauchen, ich habe die selber noch nie gesehen. Und wenn man das dann alles überstanden hat, dann kommt hier der Big Boss, der kommt hier aus der Mine raus. Ganz viele Leute legen dann hier auch so Minen hin, dass wenn der rauskommt, automatisch schon mal Schaden bekommt. Gleichzeitig, was mir immer wieder passiert, dass wenn ich ins Wetz gehe, ich automatisch entweder den Deputy aus dem Toilettenhäuschen oder dem Deputy aus dem Toilettenhäuschen anvisiere, weil die, ich glaube, so 1-2 Sekunden vor ihm rauskommen. Ist wahrscheinlich extra so gemacht, dass man nicht direkt ihn anzielt. Aber das ist dann auch alles kein Problem. Ganz schnell kaputt machen. Und bei ihm muss man aufpassen, wenn der dann kaputt ist, dann explodiert der. Also schnell hinlaufen, einsammeln und weglaufen. Und hier bekommt man auf jeden Fall einmal das hier, die Westernseele. Das war hier, stimmt, so rum war das nämlich. Einmal die Westernseele. Und einmal Gunthers Schießeisen. Die habe ich nur im Moment leider nicht. Das ist eine Pistole, eine rote Pistole mit Nuka-Cola drauf. Die muss ich mir auf jeden Fall nochmal besorgen, die Tage, damit ich die auch habe. Ja, ich habe auch viel Schlimmes und viele Wunder gesehen. So, das nächste Wunder ist hier der Tunnel der Liebe. Tunnel der Liebe, dann wollen wir da mal rein. Hier geht es darum, dass Mr. Lovely eine arme, einsame Seele ist. Und wir ihm im Tunnel der Liebe natürlich seine große Liebe bauen wollen. Anders geht's ja nicht. Der Typ, der würde dann hier stehen, tut er jetzt natürlich nicht. Den muss man dann am Anfang auch ansprechen, Event starten. Dann muss man warten, bis hier die Tür aufgeht. Dann hat man so eine kleine Vorbereitungszeit. Kann, was weiß ich, hier irgendwie noch einen Booster einsetzen, eine Lunchbox öffnen, um uns gegenseitig zu pushen. Und dann läuft man hier lang. Hier erscheinen dann auch schon die ersten Grubenhauer. Und hier vorne. Boah, so weit hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Hier vorne seht ihr schon, hier fehlen Lampen. Muss man insgesamt 6 Herzen einsammeln. Die liegen dann hier irgendwie rum. Ich glaube, am Anfang liegt tatsächlich hier vorne eine zum Beispiel. Oder hier an der Seite liegt noch eine. Die sammelt man dann ein, geht halt hier hin. Und muss die Dinger dann hier aufhängen, die Herzchen. Hier sind 2, hier sind mal 3, hier sind mal 4 und ich glaube 5 und 6 sind hier tatsächlich auf der anderen Seite. Ich gehe mal schnell gucken. Hier wäre noch eine und hier wäre dann auch noch eine. Das wäre dann so die erste Welle. Zwischendurch kommen dann immer Grubenhauer und Maulwurfsratten und auch leuchtende Maulwurfsratten. Dann ist die zweite Phase, dass man die Schienen reparieren muss. Ich überlege gerade, sind die jetzt auch schon kaputt? Kann ich euch das zeigen? Nee, im Moment sind sie alle heile, sehe ich gerade. Okay, da vorne wäre dann die erste kaputt. Die stehen dann einfach so ein bisschen hoch. Hier hinter ist zum Beispiel auch noch so ein Spot. Hier sind auch kaputte Schienen. Ein bisschen nervig ist natürlich, dass es sind insgesamt 10 Stück. Und hier sind Underworld Boomhauer, die einem natürlich ganz schön auf die Nerven gehen können. Hier auf der Seite ist auch noch eine kaputt. Und was ich am Anfang nämlich immer übersehen hatte, hier kann man auch noch lang. Und hier ist auch noch eine kaputt. Danach kommt dann so ein kleiner Kübel. Das sind 3 Stück insgesamt, aus denen man dann endlich Miss Lovely zusammenbaut. Hier erscheint einer. Und hier an der Stelle ist es ganz wichtig, wenn der Kübel erscheint und man den eingesammelt hat, dauert das ungefähr 2 Sekunden, dann erscheint hier eine Todeskralle. Ich mache das immer so, ich sammle den Kübel ein, warte ab, bis sie kommt, hau auf die drauf und lauf dann los, damit, falls irgendjemand anders die in der Zwischenzeit kaputt macht, ich natürlich auch den Loot und die Erfahrungspunkte bekomme. Kleiner Tipp am Rande. Dann, aua, dann gibt es noch einen zweiten Eimer mit Kleinteilen für die Miss Lovely, der steht dann hier. Und der dritte, der ist dann hier hinten in dem Gang. Hier kommt übrigens auch eine Todeskralle. Ich glaube, hier direkt bei dem Ultrazitstein steht der. Ja, schade, dass man die nicht einsammeln kann. Im Moment, was ist das? Messzylinder? Hä? Im Busch? Okay, Todeskrallennest. Ah,
Ah, hier, Todeskrallennest. Das ist mir ja noch nicht aufgefallen. Oh, wie cool. Ja, hier, da. Da ist ein kaputtes Todeskrallenei. Wie cool. Ja gut, das sagt natürlich schon alles, ne? Da kommt dann die andere Todeskralle. So, dann kommen wie immer ganz viele Grubenhauer und ganz andere komische Viecher. Und hier muss man die Teile dann hinbringen. 3 Stück muss man auch nicht selber machen, je nachdem, wie viele Leute mitmachen und ob die da Lust drauf haben. 3 Teile hier bauen. Dann kommt eine Miss Lovely. Dann muss man nochmal ein paar Monster kaputt hauen. Ich überlasse das meistens den anderen Leuten. Stell mich hier schon mal hin, warte ab, dass es losgeht. Und dann muss man Emotes einsetzen. Ich mache am liebsten natürlich den hier. Perfekt für eine Hochzeit. Und auf diesen Tischen stehen immer 4 Sachen zum Essen. Man kann nämlich außer den Emotes auch noch Essen machen. Ein kleiner Tipp, damit es ein bisschen schneller geht. Das, was ich ganz oft in diesem Event mache, ich sammle immer die leuchtenden Pilze ein, die hier überall rumstehen. Das sind insgesamt bestimmt 40 Stück oder so. Geh dann schon mal auf Essen und Trinken, auf L für leuchtender Pilz. Und hau die dann in 1 weg. Ne, hier, zack, zack, ganz schnell. Und schon hat man das mit den Emotes und Essen abgeschlossen, damit das nicht so lange dauert. Aber mit den Emoticons natürlich auch viel schöner, ne? Mit Herzchen und Winken. Ja, das wäre dann so dieses Event gewesen. Habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich steht hier nicht viel rum. Falls man überladen ist, wegen den ganzen Grubenhauern. Wegen diesen Grubenhauer-Handschuhen und so weiter. Hier hinten, ganz wichtig. Hier ist eine Waffenwerkbank. Da kann man das dann alles verwerten. Oh, ich sehe gerade, hier noch liegt noch Kleber. Sehr schön, den nehme ich natürlich gleich mit. Das kann man leider nicht einsammeln. Ich habe am Anfang immer gedacht, boah, hier ist noch eine super Waffe. Ist es nicht. Das sind nur die beiden Sachen, die hier vorne sind. Also hier, ganz wichtig, Verwertbank ist hier direkt mit im Eventgebiet. Moment, ich wollte auf die Karte. Halt, ist das auch noch ein Kleber? Ja, auch noch Kleber, sehr schön. Und das auch, ne? Oh, cool. So, dann haben wir noch eine einzige Sache. Und zwar den Boss, den Big Boss. Der erscheint tatsächlich nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Man muss eine Atombombe starten. Und das kann ich euch definitiv nicht zeigen, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. Ich habe auch im Internet geguckt, weil die ja hier die verschiedensten Orte als Einschlagspunkt schon dafür genommen haben. Es hat wohl etwas mit dem Minenschacht zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob der dritte gemeint ist oder der hier. Auf jeden Fall irgendwo so hier in diesem Gebiet. Und da der ja am nahesten ist, gehe ich mal davon aus, dass der hier getroffen werden muss, dass der Ultra-Zi-Titan rauskommt. Falls das falsch ist, dann schreibt bitte in die Kommentare, wie es richtig ist. Ich glaube, das hat auf jeden Fall damit was zu tun. So, und ich glaube, das war in der Richtung. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich habe mich aber hier auch immer so oft verlaufen. Ne? Wo war das denn jetzt? Nicht, dass ich falsch laufe. War das hier oben? Ja, hier oben war das. Genau. Kann ich hier schon hochspringen? Mit Beuteltier? Ah! Ah! Doch, das schaffen wir. Das schaffen wir, ja! Also, Atomrakete einschlagen lassen, sich vorbereiten und dann bums hier hin. Hierzu sei gesagt, er ist relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht und wenn man ein gutes Team hat. Hier kommen ganz viele Grubenhauer, so als Unterstützung, die man nebenbei so wegklatscht. Es gibt verschiedene Spawnpunkte, wie zum Beispiel hier hinten. Kann man jetzt natürlich nicht ganz so gut erkennen, weil das Nest natürlich nicht aktiv ist. Hier ist ein Spawnpunkt, da oben ist ein Spawnpunkt, hier ist auch noch ein Spawnpunkt, wo er aus der Erde kommen kann. Ich glaube, es gab sogar noch einen. Ich glaube ja, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo der sein soll. Und dann gibt es, das habt ihr ja gerade in der Höhle gesehen, diese gelben Ultrazit-Kristalle. Bei ihm ist es so, dass wenn er aus der Erde kommt, erscheinen auch von diesen Ultrazit-Kristallen 4 Stück. Die muss man wegmachen und das funktioniert nur mit einer Nahkampfwaffe. Man kann die zwar auch mit einer Fernkampfwaffe anhauen, aber die gehen halt nur im Nahkampf kaputt. Die müssen vorher weg, sonst kann man den Ultrazit-Titan nicht angreifen. Er scheint aber auch immer eine Nachricht, wann er verwundbar ist. Das funktioniert dann auch immer ganz gut, vor allem im Team. Ich mache das dann meistens so, dass ich mir schon meine Nahkampfwaffe auswähle vorher. Man kann die ja auch auf eine Tastenbelegung machen. Nee, Moment, das war genau hier zum Beispiel. Da habe ich meine Fotokamera drauf. Oh, die ist schon wieder weg. Naja, jedenfalls könnte man hier zum Beispiel mit RB könnte man das ändern. So als Beispiel lege ich hier zum Beispiel eine Kryogranate drauf, dann kann man hier auch besser das auswählen. Und hin und her switchen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das auf der Tastatur geht, weil ich spiele ja mit dem Switch-Controller. Nuka Launcher. Und welche Waffe gibt es hier?
Ich glaube, das war der Prügelklatscher. Ich glaube, den bekommt man hier. Den habe ich mir auch nochmal geändert. Der sieht ein bisschen anders aus, dass ihr jetzt die Lackierung. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe irgendwas vergessen, ne? Hier, die brennende Liebe habe ich vergessen. Das ist natürlich vom Tunnel der Liebe-Event. Und wenn ich jetzt irgendwelche Waffen oder irgendwelche anderen Belohnungen vergessen habe, die ganz wichtig sind, die man sich unbedingt holen sollte, dann könnt ihr das ja noch in die Kommentare schreiben. Aber ich wollte euch das einmal im Trockengang zeigen. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, als wenn man die ganze Zeit dieses Gewusel und Geballer hat. Und das war's. Klingt erstmal relativ simpel. Ist es im Prinzip auch, je nachdem, ob man ein gutes Team hat und bei welchem Event man mitmacht. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Belohnungen, bei den Ereignissen. Und noch viel Spaß. Achso, genau. Eine Sache fällt mir da gerade noch ein. Man bekommt ja, haha, das habe ich am Anfang nämlich auch gar nicht überrissen. Oh, gut, dass mir das nochmal einfällt. Es gibt Nuka-Kate-Punkte, die man auch nicht unbegrenzt farmen kann. Und hier hinten... Möchtest du einen Ballon? Ja, Ballons bekommt man übrigens nie von der. Ich habe es schon mehrmals ausprobiert. Price Terminals gibt es hier noch. Da oben steht auch, tausche Punkte gegen Nuka-Cola-Preise ein. Punkte kann man insgesamt 100.000 haben, mehr nicht. Sollte man sich auch unbedingt ansparen, weil bei Preisstufe 5 kosten die tatsächlich 20.000. Nuka-Separen, hau den Roten, das sind zum Beispiel Sachen, die kann man sich dann auch ins Camp stellen. Und hier gibt es zum Beispiel noch Lautsprecher, dann erzählen Flashy und Corky irgendwelche lustigen Sachen. Also bei sich im Camp Nukalele ist eine, eine Holzgitarre könnte man jetzt einfach mal ganz plump sagen. Dann gibt es hier noch Munition, Granaten. Bei Preisstufe 3 gibt es zum Beispiel den Durstkiller. Den Durstkiller, den kann ich euch auch noch kurz zeigen. Das ist auch eine Waffe. Wo ist sie denn jetzt? Habe ich die nicht rausgeholt? Nee, ich habe die nicht rausgeholt. Ah, Mensch. Oh, das ist wieder so typisch, ne? Hätte ich mich mal besser vorbereiten können. Nein, hätte ich nicht. Das kriegen wir alles hin. Die haben wir ja hier drin. So, Waffen. Und zwar ist das der hier. Verspritzt Wasser. Ich habe keine Ahnung, wofür die gut ist. Wahrscheinlich ist das wirklich nur aus Spaß. Der verspritzt halt ein bisschen Wasser. Ach, und wenn das jemand weiß, Paddleball, ich gehe mal stark davon aus, dass das aus diesem Event ist. Der war irgendwann in meinem Inventar. Woher ist der? Kann man den bei diesem Event noch kriegen? Und wenn ja, woher? Einmal bitte Bescheid sagen. Möchte den gerne nochmal haben. Ist der nicht schick? Voll cool. Ja. Und das war's dann eigentlich schon. Ich zeige euch mal noch die anderen Punkte. Dann könnt ihr euch vorher schon mal überlegen, wie viele Punkte ihr ansparen wollt. Also ganz wichtig, 100.000 ist das Maximum. Bei 3 waren wir, glaube ich, gerade. Genau. Dann gibt es hier noch ein Overall. Das ist was zum Anziehen. Und Munition. Bei Preisstufe 2 gibt es dann den Bauplan zum mutierenden Goldfisch. Das ist eine Dekoration fürs Camp. Das Nuka World on Tour Shirt. Eine Schneekugel. Den roten Prügler, den man allerdings auch so in der Welt kriegen kann. Also wenn ihr ein paar Punkte noch übrig habt, dann könnt ihr euch den holen. Aber ich würde jetzt nicht die Punkte dafür rausschmeißen. Und Preisstufe 1, eine Impro-Pistole, ein bisschen Munition und Wasser. Und eine leere Flasche. Wer auch immer sich hier eine leere Flasche kauft, können wir ja mal einmal auch Spaß machen. Vielleicht ist das ja irgendeine bestimmte. Ich glaube aber nicht. Habe ich mir nämlich auch noch nicht geholt. Gucken wir mal einmal schauen. Das ist wahrscheinlich einfach nur Schrott, ne? Ja, kriegt man 2 Glas für. Oh, wenn man ein paar Punkte übrig hat und einfach nicht weiß, was man damit soll, ne? Ja, gut, dann wissen wir das jetzt auch. Wenn man noch ein paar Punkte verdienen möchte, weil man zum Beispiel 11.950 hat, dann kann man hier auch bei diesen Sachen mitmachen. Einwerfen, einen Kronkorken. Erreiche vor den anderen Spielern die Spitze, schieße auf das Ziel. Hier rauf? Wo, oder hier? Hier hin? Ah, wohin? Wo muss man hinschießen? Ich habe das noch nie gespielt. Achso, hier! Das ist wahrscheinlich irgendwie die falsche Waffe, wa? Kriege ich jetzt trotzdem Punkte? Ich habe das vorher auch noch nie gespielt, ne? Obwohl das schon in meinem... Oh, Nuka K 200. Obwohl das auch schon ganz ewig lange in meinem Camp steht. Ja, wie witzig! Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen. Wie hier drüben, da Bandit Roundup. Da muss man halt dann irgendwelche Sternchen und Schweinchen, glaube ich, irgendwie abschießen. Hier, hau den Maulwurf, glaube ich, heißt das bei uns. Rag-a-Mole.
Achso, hier vorne sind auch Terminals, Preisterminals zum, Umtauschen. Und hier kann man ja mal ausprobieren, wie stark wir sind. Wo ist der Einwurf? Ein Kronkorken? Wollen wir einmal hier so draufhauen mit dem Hammer eigentlich, ne? Wollen wir mit dem Hammer einmal draufhauen? Wo haben wir denn unseren Hammer? Prügelklatscher! Und Bombs! Und was sind wir? NukaKate 150, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was sind wir denn? Jetzt funktioniert es nicht. Ich wollte das auch sehen. Vielleicht, wenn wir weiter wegstehen. Hier so. Ist das hier, hier so? Warum geht das jetzt nicht? Dann komm, hier, einmal noch. Das Spiel läuft gerade. Hä? Hat aber irgendwie nicht geklappt. Dann nehmen wir das hier. So, jetzt. Komm schon, komm schon. Warum geht das nicht? Warum geht das denn nicht? Ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt. Ja, wir sind zu schwach. Ja, keine Ahnung. Wir sind zu schwach. Hat nicht geklappt. Boah, sehr easy. Pack sie mal wieder ein. Ha, und das Einzige, was ich hier nicht gefunden habe, hier gibt es ja alles. Labor, Bastelwerkstand, Waffenwerkbank und Rüstungswerkbank, Lagerkiste und alles andere. Es gibt hier leider keine Kochstation. Also wer das weiß, ob es hier irgendwo eine Kochstation gibt, der möge mir das doch bitte auch mal sagen. Es würde mich einfach interessieren. Ah. So, und zum Abschluss holen wir uns hier von Lady G noch die Wahrsagerei. Hallo, seien Sie gegrüßt. Wie ich sehe, sind Sie weit zu meinem bescheidenen Stand gereist. Möchten Sie wissen, was die Zukunft für Sie bereithält? Ja, deswegen sind wir hier. 50 Kronkorken. Ich sehe Dunkelheit. Meinen optischen Sensoren ist Asche. Einen Moment, bitte. Asche? Ja, kein Wunder. Kein Wunder in dem Gebiet hier. So, dann wollen wir uns einmal die Weissagung angucken. Die Gerechtigkeit. Aufrecht. Die Gerechtigkeit steht für Wahrheit, Anstand und Gesetz. Schon bald werden Sie eine Entscheidung treffen müssen. Wägen Sie Ihre Option sorgfältig ab. Ihre Glücksnuka-Geschmacksrichtung ist Nuka-Cola. Also heute ganz normal, Nuka-Cola. Eine Entscheidung treffen? Ja, ich weiß auch welche. Ob ich jetzt die Waffen vom Event behalte oder nicht. Die nehmen ja schon ganz schön viel Platz in Anspruch, ne? Ha, also danke für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg!